Guten Abend, liebes Publikum. Orfeo Negro. Ich habe festgestellt, es gibt gar nicht mehr so viele Menschen in meinem Umfeld, die diesen Film kennen. Und daran merken Sie, wie alt ich bin. Dieser Film ist gedreht worden 1959. Ich habe ihn allerdings nicht 1959 gesehen, sondern später. Aber ich muss sagen, er hat mich so beeindruckt und er ist so sehr auf meiner Liste der wichtigsten Filme, weil das war ein Film, der mich angesprochen hat durch seine Musik, durch seine Laiendarsteller. Marcel Camus ist der Regisseur dieses Films gewesen. Und er hat mich in eine Welt gezogen, den Karneval von Rio. Es ist eigentlich Orpheus und Eurydike, die Geschichte, die noch einmal erzählt wird, moderner, in die damalige Zeit dann der End-50er Jahre, Anfang 60er Jahre gesetzt. Und da ist so viel transportiert worden durch Musik, also speziell der Bossa Nova, der damals noch gar nicht so bekannt war. Das war plötzlich eine Musikrichtung. Und ich habe mir gedacht, das sind Filmbilder. Und es war eine Kamera, die reinging in die Menschen. Und du hast eben wirklich gemerkt, das waren keine Schauspieler, aber es war das Leben. Und da hat jemand das Leben so abgebildet und ist so nah gegangen und ist so reingegangen in dieses Leben des Karnevals, aber in die Gesichter der Menschen. Und das fand ich so ungeheuer beeindruckt und finde es nach wie vor heute auch. Und er hat so zwei Welten gezeigt, diese Unterwelt, das war schon, da hast du gemerkt, das ist so eine hergestellte Welt, die spannend war und in dem Krankenhaus, das hatte was Kaltes, das war der Tod und das war beängstigend und oben war dieses tobende Leben, aber da war eben auch die Angst durch die Geschichte, die natürlich erzählt wird. Und ich muss sagen, das sind Bilder, die mir nicht aus dem Kopf gehen. Und das ist eine Form von Kino gewesen, die ganz neu war, fand ich. Die auf eine ganz eigenwillige Weise einen Sog erzeugt haben. Und ich wünsche, dass Sie diesen Sog heute natürlich auch erliegen. Und ich hoffe, Sie lassen sich in diesen Film genauso fallen, wie ich es damals getan habe. Viel, viel Vergnügen wünsche ich Ihnen.